und gucken uns mal um. Da haben wir wieder das mit Dresden, das interessiert uns nicht weiter. Klicken wir gleich durch. Und schauen mal an, wir spielen gegen Pauli. Sprich, jetzt geht langsam die Phase los, wo wir unsere Spiele wirklich gewinnen müssen. Und was haben wir hier? Auslosung, Coupe National in Frankreich. Interessiert uns nicht. Habe ich immer noch nicht weggeklickt. Muss ich immer noch machen, Mensch. Ich bin so faul. Okay, Statusbericht Verletzungen. Staffelt noch 8 Wochen verletzt. Šefčík ist stärker. Sehr geil. Gut gemacht von ihm. Du hast gut trainiert. Sagen wir mal. Großartig, okay. Philipp Scheibel akzeptiert Angebot, meine Lieben. Das ist der absolute Super-GAU. Das ist der absolute Hammer. Wir haben ab der nächsten Saison, ab dem 1.7.2014, ein 5-Sterne-Talent in unserem Kader. Ein 10 von 10 Sterne-Talent hier. ganz stark. Wie geil ist das denn? Ein fairer Spieler, jetzt schon den Marktwert von 245.000. Führungsqualitäten 3 von 10, auch ganz stark mit 16 Jahren. Wahnsinn. Wahnsinn. Sehr geil. Okay, freue ich mich drauf, mit ihm arbeiten zu dürfen. Sehr schön. Scouting abgeschlossen. Hier haben wir noch was. Wuthoff haben wir noch. Und noch dazu haben wir ja einen Meier, der kommt. Einen Egger, der kommt. Einen Günther, der kommt. Einen Jalcin, glaube ich, der kommt, oder? Einen Boden, einen Schwenke. Das sind alles Top-Akteure, die natürlich man aufbauen muss. Ganz klar. Aber die ein Mega-Potenzial haben. Die ganz, ganz stark da drin sind. Von daher bin ich mal gespannt. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist die Infrastruktur, dass wir da auch nochmal ein bisschen vorankommen. Wir können noch was bauen, haben aber nur noch 271.000 für Baukosten. Deswegen müssen wir vielleicht mal reingehen in Finanzstatus. Und hier um 570.000 dürfen wir erhöhen sogar. Wahnsinn. Budgetänderungen. Da können wir nur verteilen, ne? Dann hauen wir die hier mal hoch, würde ich sagen, oder? Vielleicht noch ein bisschen bei Gehälter. 100.000 oder mal 200.000 hier hoch. Nehmen wir mal 100. Und dann hier 500.000, ne? Okay. Akzeptiert, sehr schön. Wunderbar. Wunderbar. Dann gehen wir gleich mal rein, nämlich in die Infrastruktur. Dann haben wir jetzt noch 671.000. Sortieren wir irgendwas jetzt noch ausbauen, dass wir uns da weiter verbessern. Das ist wichtig. Fanartikelverkauf 600.000, das ist zu teuer schon fast, ne? 28% mehr Fanartikel. Und was haben wir hier? Fanartikelproduktion. 4% günstigere Produktion. Okay. Wellnesszentrum. Verletzungen kürzer. Das, glaube ich, gehen wir mal an. Das machen wir jetzt auch. So, Schulungszentrum und Wellnesszentrum. Wunderbar. 171.000 haben wir damit noch in der Reserve. Was das infrastrukturelle Budget angeht. Das ist auch ganz stark. Und ihr seht oben rechts. Pause. Hoffentlich geht's noch. Ja. Nein, natürlich nicht. In der A-Jugend waren wir die beste Mannschaft in der Liga. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Runa Elfarsun. So nur. Muskelfaserriss. Ja, nicht weiter interessant. Dann das Scouting abgeschlossen von einigen hier. Da müssen wir Wuthoff. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Vertrag bis 16, ja gut. Und kann nur bulgarisch. Sonst wäre das auch ein ganz, ganz starker Mann gewesen. Wir können es mal versuchen. Wie viel es kosten würde. Ja, stimmt, wir müssen ja erstmal kaufen. Ja, das wird brutal. Okay, machen wir mal weg hier. Jugendspieler, Datenbank aktualisiert. Zack, zack, wenn man verlängert seinen Vertrag. Jetzt wollte ich irgendwas angehen. Ach ja, genau, bei Scouts wollte ich mal reingucken. Und zwar, ob es hier wieder was Neues gibt von den Talentsternen her. Fabrice von Malaga. Potenzieller Top-Spieler. Wie oft haben wir den schon? Oh, schon dreimal. Okay, gucken wir uns mal schnell an. Bei Malaga, aber der kann kein Deutsch wieder, ne? Der kann nur Französisch, auch nicht schlecht. 17 Jahre. Und der spielt schon in der ersten Mannschaft. Ja, gut, den kriegen wir nicht. Den hätten wir auch so nicht geschafft. Den können wir gleich mal löschen hier. Der ist zu stark für uns. So, aber hier kommen wieder welche. Wuthoff, den lasse ich gerne mal drin. Von Pauli haben wir einen Thomas Sandmann in der Innenverteidigung. Massimo Bruno von, also nur zur Laie von Anderlecht. Dann hauen wir ihn auch mal gleich weg. Von Pauli Thomas Sandmann. Oh, der ist verstimmt. Frohnatur und so weiter. Vertrag bis 17. Aber in den Verteidigerpositionen sehe ich momentan keinen Bedarf. Dann auch nicht einen, der noch, ich sage mal in Anführungszeichen, schlecht ist. Na gut, vor einem Jahr hätten wir den sofort genommen. Das wäre ein absoluter Burner gewesen. Aber jetzt natürlich mit dem Hintergedanken und mit dem Wissen, dass wir viele Jungs holen können in der nächsten Saison. Alter, wer ist denn er hier? Mario Sainz. Oh, 18 Jahre.
Alter Schwede. Schade. 18 Jahre, 67 schon, 3,5 Sterne im defensiven Mittelfeld. Wahnsinn. Der bleibt mal drin, ja. Der Kollege. So, den können wir mal raushauen. Denn Joa Rupp, den wissen wir, dass der bei uns schon ist. Brauchen wir hier nicht behalten. Ja, und der Rest ist nur noch 3 Sterne, ne? Das ist mir fast schon zu wenig. Wenn wir welche holen wollen. Habe ich jetzt... Oh, jetzt habe ich zu viele gelöscht, oder? Ich hoffe mal nicht. Wir können es mal bei Könemann nochmal probieren. Für die zweite Mannschaft 3 Jahre. Grundgehalt von 90.000, Handgeld 50.000. Ist aber mir ein bisschen zu hoch. 70.000 und 30.000. Probieren wir mal. Okay. Mit ihm haben wir auch schon ein paar Mal verhandelt, ne? Oder verhandeln wollen, aber er hat nie so richtig angenommen. Halt, jetzt kann ich mal Pause machen. Und zwar, jetzt passt mal auf, hier gehen wir mal schnell an alles. Das seht ihr wahrscheinlich zwar nicht ganz so gut, aber machen wir mal hier. A-Junioren 3 sind wir um 3 Stärkepunkte im Schnitt besser als Frankfurt, ne? Frankfurt hier 42, wir eine 45, also mit Abstand eigentlich die Beste. Können wir mal, B-Jugend ist nicht dabei. Bester Spieler in der Bundesliga, ein Arjen Robben, ein Groß, ein Schweini, ein Neuer, ein Lewandowski. Alles Bayern und Dortmund außer Holtby und Ter Stegen. Das ist aber alles nur Bundesliga hier, ne? Das interessiert uns weiter nicht so. Wir können mal DFB-Pokal schauen. Fürth besiegt Nürnberg im Derby mit 2-1 nach Verlängerung. Sind damit weiter. Duisburg haut den Erstligisten raus, haut Hannover raus mit 2-1. Bremen besiegt Hoffenheim nach Verlängerung 4-3. Dann haben wir Hamburg-Wolfsburg 3-1 für Hamburg. Union Berlin haut Schalke raus nach Elfmeterschießen 10-9. Dann Aue gewinnt gegen Lautern. Die Bayern gewinnen knapp gegen Ingolstadt mit 2-1. Und Freiburg gegen Paderborn 3-0 für die Freiburger. Okay. Das soweit, um das auch mal mit anzugehen. Aber jetzt steht das Spiel an. Pauli gegen Aachen. Wir spielen wieder zu Hause gegen die Paulianer. Und ich habe schon wieder vergessen, vor lauter Schmarren und Reden und so weiter, mal reinzuschauen in die Infrastruktur und so, was das Stadion angeht. Kann ich ja nämlich jetzt schon wieder nicht mehr ändern, ne? Oh, Reiferscheid, das haben wir im Stadion gemacht. Oh, das ist blöd. Gleich mal einen Verlust gemacht. Schade. Gegen Lautern ein Plus von 15.600, da waren 25.433 Zuschauer da. Kommen nicht ganz so viele, aber auch da werden wir sicherlich ein gutes Plus machen, gar keine Frage. Okay, 4 neue Nachrichten. Schauen wir mal, Heidenheim an... Nee, Schmarrn, was ist das hier? Achso, bester Mann war Klitsch im Spiel gegen Heidenheim, 3-0 verloren. Unsere zweite, schade, schade. Trainingslager beendet, unsere A-Jugend und auch unsere B-Jugend. Marquet ist wieder fit. Wunderbar. Okay, würde ich fast mal sagen, schauen wir nochmal rein, erste Mannschaft, stellen soweit auf für das Spiel gegen Pauli, aber auch hier muss ich sagen, würde ich schon wieder gar nicht reagieren, ne? Würde ich auch hier wieder so lassen. Bülow spielt sich in der gute Form, Müller ist richtig gut drauf, der kommt mal rein für Heller, 63 schon und eine 13er Form. Rösler nur eine 9, was hat denn ein Knoll, eine 12? Kann auch mal ein Rösler auf links spielen und wenn ja, wie? 59, aber das ist dann zu schwach, ne? Ja, da sind wir gleich um 8 Stärkepunkte schwächer. Ich glaube, dann lassen wir das mal, auch wenn Rösler nicht so in Form ist. Wir können mal mit ihm sprechen. Im nächsten Spiel brauche ich dich in Topform. Versucht sich voll reinzuhängen, sehr schön, genauso ein Demai. Wobei ich glaube, ihm das schon öfter gesagt habe, ich hoffe, er nimmt es noch hin. Ne, er könne nicht ständig das ändern, okay, kann man auch verstehen. Ultra Dagi mal nochmal quatschen mit ihm. Du hast gut trainiert. Mal schauen. Wenn das nicht besser wird, dann müssen wir ihn langsam loswerden, ne? Ich habe ja gesagt, ich will es mit ihm nochmal probieren, aber das wird schwierig werden jetzt momentan, Stand jetzt, ne? Wie das so abläuft. So, wir quatschen mal ein bisschen mit den Jungs, die nicht so häufig spielen, die ein bisschen auch da außen mit rumhocken, dass die wieder zufriedener werden. Gut trainiert von einem Oleg Wesion. Irgendwie haben alle gut trainiert, ne? Kann man nicht sagen. Alle richtig gut gemacht. Hält sich gut für den Alter, Stele. Langsam merke ich schon, ab und zu zwickt es hier und da. Kann man verstehen mit 33 Jahren, wenn du noch zweite Liga spielst, ne? Ganz logisch. Svefcik müssen wir mal wieder bringen. Wobei der auch wieder sich stark verschlechtert hat, sag ich mal. Wobei, nicht verschlechtert, ne? Es ist das Problem oder die Sache eben mit einer guten Form, da bist du auch schnell wieder weit oben. Hier zum Beispiel, ne? Wenn er jetzt Selbstvertrauen, Moral oder Form noch gewinnt, dann ist er mal ganz schnell wieder über einer 60. Das müssen wir auch mal wieder bringen. Thiele, da bleibt erstmal ein Leipzig vorne drin, der mir gut gefallen hat in den letzten beiden Spielen. Andersen, okay, Heller, Ultra Dagi, Staffel, ne, mit ihm können wir auch nur das, du kommst raus aus der Krise sagen. Aber das sieht er ja dann wieder nicht ein, ne? Das sieht er nicht ein. Maker vielleicht noch, ich brauch dich in Topform.
Okay, haben wir das, dann würde ich sagen, ich mache mir wieder den Speicherpunkt, speichere mal eben schnell alles ab, dass das bleibt, dass auch Scheibel dann für uns fest bleibt, nicht, dass hier irgendwas abstürzt. Und dann gehen wir noch rein ins Spiel gegen Pauli, ne? Heimspiel, sprich, es ertönt hoffentlich wieder, natürlich zum einen die Einlaufmusik, aber hoffentlich auch die Tormusik, denn die fand ich nicht so schlecht. Mal schauen, wie es euch gefällt. Einmal haben wir es ja schon hören dürfen. Wir gehen rein und sagen, wir können das gewinnen. Nee, wir verlieren das heute nicht. Ist das Ziel, oder? Ja, wir verlieren das nicht. Wir verlieren das heute nicht. Auf geht's, Aachen.